Wenn du das Bild noch irgendwie auf 50 Zoll machst. Oh, ich musste zurück, ne? Ich musste, glaube ich, erstmal hoch. Ich glaube, ich habe danach nicht mehr abgespeichert. Keine Ahnung mehr. Müssen wir kurz gucken. Ja, ich musste erst noch mal hier durch. Das war aber nicht so schwer. So viel dazu. Ich habe übrigens heute eine halbe Stunde mal Fire Emblem angefangen auf dem für ein GBA. Ist das das erste Fire Emblem, was rauskam? Weiß das jemand von euch? Oder gab es noch ältere Fire Emblem-Teile? Ah, nur in Japan. Okay, also im europäischen Raum ist das auf dem Dings das erste, auf dem GBA. Ja, ist halt ganz rudimentär erstmal, ne? Ich habe jetzt nur die ersten, keine Ahnung, das erste Tutorial Stück gemacht, ne? Das war's. Einfach so, klicke die Einheit an und drück dann auf Kämpfen. Mehr nicht. Ich will's nur mal gucken. Ich habe mir überlegt, Final Fantasy Advanced oder Fire Emblem. GameCube gab's auch noch, okay, aber das kann ich halt nicht spielen. Aber war das beides Fire Emblem, einmal halt Handheld-Version und einmal Konsolen-Version. Sag mal! Hä, wie habe ich das denn geschafft das letzte Mal? Letzte Mal First Try, da war ich noch warm gespielt. Okay, ist das gleiche dann. Okay, alles klar. Aber dann ist wahrscheinlich halt die GameCube-Version wahrscheinlich ein bisschen hübscher, ne? Okay. Ich habe halt nur die Cartridge für die. Ne, ich habe glaube ich nicht mal die Cartridge. Ich habe es nur über den Emulator gespielt. Wieder illegal, ne? Gobi macht wieder illegale Dinge. Aber hat ja keiner gesehen. Das ist sie? Okay, alles klar. Aber Final Fantasy Tactics gab's nur auf dem GBA, richtig? Das gab's sonst nirgends. Ja, ist ja meistens so. Gerade so bei Final Fantasy Tactics wahrscheinlich auch arschschwer einfach nur, schätze ich mal. Wo bin ich hier? Hier bin ich gerannt wahrscheinlich, ne? Auf der PS1 gab's das? Okay, nice. Ich kann mal gucken. Gab's das auf der PS1? Final Fantasy Tactics Wikipedia. Plattform. Auf der PS3 gab es das, aber wahrscheinlich nur. Oh, PlayStation, ja, geil. Weil PS3 wahrscheinlich dann nur im Download-Shop. Oh, das ist ja cool für die PlayStation. Kostet das denn? NTSC wahrscheinlich nur, ne? PS1, da ist es. Japan, NTSC. Ja, so wie es aussieht, nur NTSC.
Ich gebe mal Pal noch dazu ein. Pal. Nein. Immer. Nein. Verkaufte Aktionen. Was in der Vergangenheit so lief. Nein. Final Fantasy Origins. Das ist aber, glaube ich, das Origins sind die ersten zwei oder so, ne? Ne, gibt's nur NTSC-Version. Und Japan. Also Japan und USA. Ja, dann muss ich's auf dem GBA spielen irgendwann. Ne? Ist aber auch okay. Das ist auch gar nicht so teuer. Und das will ich auf jeden Fall spielen. Ob ich's im Stream spielen werde, ich glaube, das ist kein Stream-Spiel. Ich glaube, mal reinspielen im Stream kann man das. Aber ich glaube, da ist zu wenig Action auf dem Bildschirm, glaube ich. Für den Stream. So Taktik-Dinger. Das war schon bei Diofield und da ist schon Diofield Chronicles, da ist schon recht viel drauf auf dem Bildschirm. Ach, verstehe ich das Geräusch. Das sind die. Ach, guck mal, das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Das lässt die TNT-Fässer explodieren. Das war das Geräusch. Ja, hätte man das gewusst, hätte man hier das ja auch noch alles machen können, ohne und danach abspeichern, ne? Aber das weiß man halt nie. Und ob der Sprung darüber klappt und mit Anlauf? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja nichts für die breite Masse, liebe Sau, Tactic Ogre im Stream zu schauen. Das ist ja der Vorgänger. Ja, den würde ich mir gerne, glaube ich, bestellen für die. Aber da will ich noch ein bisschen warten. Da gibt es ja eine PS5-Version mittlerweile. Glaube ich. PS5? Ruin, grüß dich. PS5 oder Switch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich mir den, glaube ich, gerne für die neue Konsole bestellen. Aber ob ich den im Stream spielen werde, vielleicht mal anspielen dann, ja. Aber. Irgendwo bin ich jetzt gestorben. Ah ja, wegen dem Skateboard-Typen. Hier kommt der Skateboard-Typ. Ich scheue es noch, weil es Permadeath hat. Okay. Das heißt, deine einzelnen Charaktere sind Permadeath. Oh, ich habe keine Heilung. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Es war etwas entschärft worden. Du hast, glaube ich, 3 Runden Zeit, den wiederzuholen. Aber mich nervt sowas einfach. Ja, also wenn du natürlich irgendwie 20 Stunden Spielzeit, also wenn du mal eine Stunde Spielzeit verlierst, finde ich das okay. Aber wenn du jetzt wirklich irgendwann halt Permadeath bist, komplett, ja, das nervt, das glaube ich.
Dann wäre es natürlich wieder besser, dass ich es auf dem, das ist glaube ich auch GBA-Titel, ne? Dass ich es auf dem GBA spiele, dann habe ich, kann ich zwischenspeichern, wenn ich es über eine ROM spiele. Ja. Wobei ich das nicht so gerne mache eigentlich. So mit Save States. Aber bevor ich dann halt, naja, mal gucken, ob ich es überhaupt spiele. Kein Plan. Gibt so viel Zeugs zu spielen. So, wie soll ich den platt machen jetzt bitte? Ich habe null Health. Ich habe nur noch das, was ich gerade habe. That's all. Für Zeug zu wenig Zeit, definitiv. Ich will in letzter Zeit, nächster Zeit aber auch mal ein bisschen kleinere Games zocken. So ein paar Super Nintendo-Dinge. So mal die Donkey Kong-Teile spielen. Mal Super Mario Land spielen. Das habe ich, glaube ich, auch nie. Ja, durchgespielt habe ich das schon mal irgendwann, ne? Aber solche Dinge habe ich Bock. Na, auch mal ein paar Wii-Spiele so und Crash Bandicoot und mal so ein bisschen Plattforming, Jump'n'Run, sowas in die Richtung. Hätte ich Bock. Ja, genau. Die gehen halt nur so 8 bis 10 Stunden maximal, wenn du so 100% spielst oder so. Ne? Und es ist ein bisschen Action. Habe ich Bock. Und ich mag ja eigentlich so Plattforming-Spiele, ne? Ich mag das ja. Ist ja eigentlich meine Welt. Das liebe ich ja eigentlich. So, jetzt habe ich einfach das Problem. Ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht hier wieder hochkomme. Wenn ich den trigger, komme ich hier wieder hoch? Schwierig, ne? Mal gucken. Ich kann hier einfach hochlaufen. Kommt der jetzt, oder? Da schieße ich auf dich. Frage ist, kommt er wieder?
Ich werde das nicht schaffen, so, ne? Ich bräuchte irgendwo HP her, aber ich weiß nicht woher. Shit. Das ist dumm. Ich habe halt oben, die Gegner sind halt einfach so stark. Das ist halt echt dämlich, ne? Das heißt, die sind so stark, dass du sie halt irgendwie cheesen musst. Ja, du musst irgendwo eine Position finden, wo du sie triffst, sie dich aber nicht treffen. Das ist halt dämlich. Ja, ich habe ein bisschen Bock auf 2D-Plattforming. Mal gucken, was ich da aus dem Hut zauber. Ich hab halt noch nie einen Crash Bandicoot gespielt. Ich habe noch nie einen Banjo-Kazooie gespielt. Obwohl das ja 3D ist, ne? Aber ich kenne die alle nicht. Ich kenne die nur von mal bei einem Kollegen gesehen oder so, ne? Oder ich hätte auch mal Bock auf Conker's Bad Fur Day. Soll ja auch richtig geil sein. Habe ich noch nie gespielt. Habe ich noch nie gesehen? Nichts. Nur gehört halt. Oder bei der Recherche halt jetzt mal mir ein paar Minuten Gameplay angeguckt. Das ist alles. Also ich muss sagen, die letzten Level hier nerven mich jetzt. Die sind nicht gut. Boah, kann zum Glück ein bisschen um die Ecke jumpen. Und das liegt jetzt nicht an den Rätseln, sondern das liegt einfach an der schlechten HP-Konstellation der Gegner. Ja, das ist einfach halt zu viel. Die haben einfach zu viel HP. Dass man mal überrascht wird und dann stirbt, okay, aber wenn man es weiß, ja, muss doch ich stärker sein als der Gegner. Ne? Ich kann nicht ausweichen, Tobi. Da ist nichts mit Ausweichen. Bei dem letzten ging das. Guck, aber er trifft mich, er hat halt Uzis. Er hat halt Uzis, er trifft mich halt einfach. So, und jetzt kommt er nimmer. Was soll ich machen? Ich würde es ja gerne weiterspielen, das Spiel, aber ich komme hier nicht weiter.
Problem ist, dass ich links und rechts auch nicht irgendwie weghüpfen kann oder so. Ich muss den töten. Schießen und laufen geht, ja, aber er trifft mich ja trotzdem dabei. Weißt du? Er fährt ja mit dem Skateboard, er ist schneller. Die anderen Gegner waren immer so, da konntest du rückwärts weglaufen und dabei schießen. Na? Und hier ist das ein bisschen schwieriger, weil der ist halt einfach schnell. Und sobald er näher an dich rankommt, trifft er dich halt einfach. Das geht bestimmt irgendwie, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass das Spiel noch niemals jemand durchgespielt hat. Aber. Und rückwärts geht gar nicht, weil dann kommt er direkt auf dich zu. Das heißt, ich müsste vorwärts laufen und das ist halt auch einfach nicht möglich. Oh. Also, wie gesagt, es geht bestimmt irgendwie. Ich habe nur noch keine Möglichkeit, keine Lösung gefunden halt. Ne? Wen tut das? Bisher ging es halt immer auf Range, weil die Gegner auch langsamer wurden, wenn sie geschossen haben, ne? Ich kann schießen und springen, ja. Klar, guck, normalerweise mache ich das so. Ich schieße, ne? Ich schieße und hüpfe so zurück. Aber trifft er mich auch? Habe ich auch schon probiert. Er trifft mich halt trotzdem. Er ist halt einfach zu strong. Geht auch, ja. Mein Sohn, ne? Warte. Ja, ich habe keine Waffe gezogen. So, ne? Ja, geht schon. Aber er ist halt mit dem Skateboard unterwegs. Er ist halt einfach sauschnell. Und du hast ja da drin keinen Platz. Er hält halt so viel aus, Tobi, ne? Es ist halt ja nicht so, dass ich da einmal so springe. Ich muss ja die ganze Zeit so springen. Ne? Und dabei schießen. Das ist vielleicht möglich, wenn man die Steuerung gut beherrscht. Ich beherrsche es halt nicht gut genug. Probier mal. Guck, er trifft mich in der Luft. Es ist keine Chance. So ist keine Chance. Auch seitlich ist keine Chance. Weil du kannst ja nicht seitlich laufen, na? Weil wenn du hüpfst und dann stehst du erstmal kurz und dann trifft er dich auch wieder. Nee, das heißt, ja, ich kann aber nicht seitlich, weil ich kann ja nicht seitlich laufen. Weißt du? Ich kann nicht. Ich kann nur, guck mal, wenn ich springe. Ich springe jetzt einfach mal. Also ich ziehe mal die Waffe, ich schieße die ganze Zeit und dann springe ich so. Und dann steh ich erstmal hier so und jetzt kann ich wieder springen. Jetzt kann ich wieder springen, ne? Keep moving and shooting. Ja, richtig. Aber das heißt, du siehst ja an diesem Satz schon, das vom Prinzip könntest du auch sagen, schieß und hab Glück. So heißt der Satz eigentlich in kurz.
Und da ich halt so wenig HP habe, wird das halt ein bisschen schwierig jetzt. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss halt nur mal einen gescheiten Spot finden. Weil ich muss ja auch ihn treffen, ne? Und Sidestep kann ich ihn nicht treffen. Das ist wie gestern, ne? Wenn dieser Weg nicht jedes Mal wäre, wäre das ja kein Ding. Aber so mit dem Weg ist das halt immer super nervig hier. Obwohl der ja noch geht im Vergleich zu dem gestern. Ja. Der springt rum und killt ihn sehr schnell mit den gleichen Waffen, die du auch hast. Ja. Der hat es auch wahrscheinlich schon 10.000 Mal gemacht, ne? Also ja, ich gehe jetzt rein und springe einfach, klar. Ich wollte das jetzt schon gerade machen. Einfach hier Waffe ziehen, laufen so und springen, ne? Wo kam der her? Kam der von rechts, ne? Lauf einfach mal direkt auf ihn zu und baller ihn ab. Hallo? Ja, ich weiß, der kommt oben von rechts. Ich hab's gesehen. Ja, das zieht sich halt wie Kaugummi hier, das Level. Deswegen, mir gefällt das überhaupt nicht. Die Rätsel waren cool mit den drei Batteries, aber die HP der Gegner ist einfach viel zu viel. Ja klar, aber musste ich ja machen. Was soll ich denn machen? Ne? Klar, ich hätte öfters mal einfach abbrechen können. Das hätte ich machen können und sagen, nee, ich heile mich jetzt hier nicht, ich mach's lieber nochmal, weil jetzt weiß ich, wie es geht. Aber das ist ja nicht Sinn, ne?
Deswegen hat man ja seinen Heal. Besser ausweichen. Ja, Klappe, Tobi. Mach's selber. Wie ob ich triggern will. Guck mal, in der Luft, hast du gesehen? Ich habe nichts gemacht. Ich war in der Luft. So geht das nicht. Ich krieg das so nicht hin. Das geht nicht. Ich muss ihn irgendwie cheesen. Wenig beschweren bei DS? Naja, bei DS ist ja was anderes. Bei DS kann man ja alle Bosse und alle Gegner mit Skill töten, ne? Und hier ist es halt einfach, das Kampfsystem ist, ich schieße und er schießt. Ne? Das hat ja nichts, also es gibt ja kein Kampfsystem in diesem Spiel. Ne? Geht ja auch, aber es ist nett, also die Entwickler haben hier nett gesagt, guck mal, da kommt jetzt ein Gegner und man kann ihn töten, indem man richtig skillig nach links und rechts hüpft und dabei schießt. Das ist ein Typ mit Scale. Na, das macht keinen Sinn. Oh, reicht das? Ja, gut. Ne? Also, das war nicht intended, dass man irgendwie so springt und dann sich dreht und dann wieder schießt. Also, ne? Das hat ja nichts mit Kampfsystem zu tun hier. Ne? Das ist einfach, halte die Gegner auf Range und baller sie irgendwie ab. Deswegen würde ich mich bei Dark Souls nicht beschweren und hier beschwere ich mich. Ja. Das ist der Unterschied. So ein Health Pack würde mir wahrscheinlich schon genügen. Ich habe auch noch keinen Plan, was ich machen soll, ne? Weil das Problem ist auch, guck mal, ich zeig dich mal was. Wenn ich jetzt, ich gehe mal da raus, oder ich mach's mal hier, so. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt die Knarren, so. Jetzt schieße ich, Achtung, ich schieße, ne? So, jetzt kommt der Typ, jetzt mache ich den hier. So, zack. Jetzt ist der hier irgendwo links, da muss ich das so machen, so. Und dann kann ich wieder, ich kann also nicht, pass mal auf, ich kann das nicht instant wieder machen, ne? Ich muss, seht ihr, wenn ich das instant wieder machen will, dann drehe ich mich. Na, wenn ich das instant machen will, seht ihr? Oh doch, geht. Jetzt so ging es gerade. Na, aber er trifft mich, ihr habt es ja gesehen. Wenn er nah genug dran ist, trifft er mich halt auch in der Luft.
Oh. Nein! Och, was ein Scheiß! Ja, das war der schönste Tod bisher. Wenn ich im Kreis laufen kann, dass er immer ein bisschen getriggert ist und immer andersrum fährt. Aber das wird nicht gehen, er ist einfach zu schnell. Aber es ist wenigstens mal ein Gegner, der spricht. Problem ist auch, ich komme immer hoch, ne? Das heißt, ich kann mir nirgends mehr jetzt Health holen oder so. Ich könnte das Level nochmal von vorne anfangen. Das ist aber alles. Und das werde ich nicht tun. Denn das ist ziemlich viel. Das Schlimme ist, bei den anderen Gegnern hatte ich bisher immer eine Ahnung, wie ich die töten kann. Bei dem, keine Ahnung. Weiß es nicht. Weiß nicht, wie ich mit der wenigen Hälfte das machen soll. Ich habe keinen Plan. Weil er fährt halt durch mich durch, ne? Das Problem ist, der ist so schnell, der fährt dann durch mich durch, ist in der Nähe, schießt die ganze Zeit auf mich. Ich kann mich nicht so schnell umdrehen und auf ihn konzentrieren. Das geht nicht. Das ist technisch einfach nicht möglich. Für mich zumindest. Keine Ahnung, vielleicht kriegt das jemand anders hin. Ich krieg's nicht hin. Macht's aber mal folgendes. Ich laufe jetzt einfach mal mit den Waffen da hoch. Vielleicht gibt's da oben. Vielleicht geht's irgendwo einfach weiter. Ich kann einfach wegspringen vielleicht und ihn dann irgendwo aus sicherer Entfernung töten. Er schießt, läuft nach rechts. Also gleich am Anfang nach rechts. Aber der hat vielleicht wenigstens Full HP. Okay. Besser. Eins weiter, also nicht gleich rechts, sondern eins weiter rechts. Okay, aber der kommt doch daher. Der fährt doch da runter. Also ich bin, wenn ich straight in der Mitte durchlaufe, da kommt er ja da hinten rum. Hi Cross, grüß dich. Herzlich willkommen. Das Schlimme ist halt der Weg davor, ne? Ansonsten wäre das ja alles easy peasy. Das hier davor ist halt einfach das Nervige da dran. Das wie immer.
Okay, probier's mal so, Tobi. Das war jetzt ja schon besser. Ich weiß halt, er schießt halt eigentlich nicht auf mich, ne? Er fährt durch mich durch. Ich kann auch ein Stückchen laufen, aber irgendwann bin ich halt nicht out of range. Der Weg davor, nee, der ist nicht so schlimm. der ist okay. Aber irgendwann schieße ich nur mit einer Knarre und dann höre ich ganz auf. Na? Ja, klar. Schreib mir nachher nochmal, wie er heißt, dann mache ich das. Klar. Normalerweise sind dann, wenn ich ins Bett gehe um 11 oder so, sind zwar eh nur noch zwei, drei Leute da, ne? Aber klar, kann ich machen. Ja. Und dann muss ich mich umdrehen, sonst fährt er halt von hinten an mich ran. Ich muss mich dann umdrehen irgendwie. Und in dem Moment, wenn ich mich umdrehe, hat er genau die Range, dass er mich dann abballert. So war es eben. Ja, klar. Kein Ding. Klar. Aber ja, irgendwann findet man halt den richtigen Move und dann schafft man das, ne? Dann habe ich wahrscheinlich nur noch ganz, ganz wenig HP, aber ist ja egal. Vielleicht kann ich danach wenigstens absaven und dann ist ja schon mal besser. Ja, okay. Ich probier's. Ich probier's, Tobi. So. Aber ich sag dir auch, dass ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Die Frage ist halt, wann soll ich dann auf ihn schießen, ne? Ich lauf jetzt hier und da geradeaus und dann rechts. Wo ist er denn? Siehst du, er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Keine Chance. Da war das andere schon besser. Vielleicht dann weiterlaufen. Keine Ahnung. Mal gucken. Oder dieser kleinen Ramp so links runterspringen vielleicht. Keine Ahnung. Was die ganze Zeit? Schießen? Ja, habe ich gemacht. Er ist halt hinter mir. Er ist einmal außen rum gefahren und hat mich von hinten gecasht. Oh, Tod ist aus. I'm sorry. So. Jetzt. Ich gucke ich mir mal an. Warte. Aber ich sehe nur ein bisschen Geballer. Danke, Tobi. Läuft das? Ah ja. Das sind die ganzen Bossfights. Hier ist er. So, ja, das stimmt. Ja, ich hab's gerade. Ja. Boah, das ist ja richtig langer Bossfight. Ja, guck mal, das ist aber eine ganz andere Version, ne? Das sieht man schon. Das ist auf PC, das ist viel smoother. Da klappt wahrscheinlich auch die Steuerung viel besser, ne? Es ist ja Wahnsinn, wie der rumjumpt. Okay, ach, da werde ich lange für brauchen, Leute.
Da hat das Spiel bestimmt Analog-Stick-Support zum Beispiel. Das ist dann was ganz anderes, ne? Ich habe leider nur 0 und 1, ne? Doch, doch, es gibt das mit Skill. Skill ist, Tobi, du weißt doch, was ich meine, ne? Skill ist ja was anderes. Natürlich ist das Skill, das Spiel zu beherrschen und diese Steuerung zu beherrschen. Aber ob die Steuerung gut ist oder nicht, das ist ja eine ganz andere Sache. Und ob es schwer ist, das zu beherrschen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ich sag ja auch niemals, ich würde ja niemals sagen, dass das schlimm ist oder so. Es ist einfach nur nicht gut designt, wenn ich da irgendwie wie wild einfach in der Gegend rumspringen muss, damit mich irgendein Gegner halt nicht trifft. Ne? Dann ist grundsätzlich auch nicht schlimm, wenn das Springen gut funktionieren würde, aber das tut's halt leider nicht. Es ist schon schwer, 90 Grad um eine Kurve zu laufen, ohne Stick. Ne? That's the problem. Du musst auf mich schießen. Das geht nicht. Es ist kein, ich habe keine Chance. Du hast gesehen, du drehst dich einmal ein bisschen an die Wand, hängst du da fest. Keine Chance. Keine Ahnung, was ich noch machen soll. Außer halt nicht an der Wand hängen bleiben. So oft probieren, bis es einfach durch Glück mal klappt. Und er mich halt so oft trifft, ne? Und ich zufällig den richtigen Weg finde. Nee, das ist ein Boss, ich muss den töten. Also, denke ich mal. Kann man nicht vorstellen, dass ich einfach an dem vorbeilaufen kann. Ich will ihn ja auch töten, ich will ja wissen, was er droppt. Nein, 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 kein Endboss. Und im Level vielleicht, ja, das kann sein. Ich weiß nicht, ob das Level dann noch weitergeht. Kein Plan.
Ich kann halt mal so navigieren, ne? Guckt's euch an. Seht ihr das? Wenn ich so hin und her wackel. Und ist halt, du drückst einmal da drauf und das Ding, der dreht sich halt fast, die dreht sich halt fast 90 Grad. Ne? Und in dem Video, der schießt da schon lange drauf, ne? So lange halte ich das halt niemals durch. Ja. Ja, das ist gut, Cross. Ja, das war's wahrscheinlich für mich mit Tomb Raider 1. Na? Also, das werde ich. Ich werde nicht jetzt das Level nochmal von vorne machen oder so. Und dann nochmal alles. Mach ich nicht. Glaube ich. Probier es jetzt noch drei, vier Mal und dann. Es ist schon besser geworden, aber es ist halt einfach komplett luck-based bei meinem Movement hier. Ja, der hat ein Skateboard, ist unfair, richtig. Naja, das ist schon okay. Man sieht ja auch, wenn er mal an mir vorbei ist, ne? Boah, das wird nicht reichen. Wenn er mal an mir vorbei ist, dann braucht er auch gut lange, um da umzudrehen. Gerade wenn er da oben in dieser kleinen Pipe ist. Dann braucht er da auch gut lange. Ja, genau. Ich muss nur hinter ihn kommen. Ja, aber. Leichter gesagt als getan, Tobi, ne? Spiel du das mal. Das sieht leicht aus, wie der Typ das macht. Das ist hohe Kunst der Eingabetechnik. Spiel das mal. Du wirst genauso verfluchen wie ich. Machbar ist, ich rage ja auch nicht oder so, ne? Ich sag halt bloß meine Meinung, wie das ist. Und, ja, die Meinung habe ich und davon weiche ich auch nicht ab. Kann ich auch nicht. Also, wer sagt, das hier ist leicht und musst nur hinter ihn kommen, ne? Klar, musst du nur hinter ihn kommen, aber das ist ja halt die Schwierigkeit da dran. Ich habe ja gewusst, worauf ich mich einlasse. Ne? Das hört man ja und das weiß man. Und das weiß man im ersten Level, wenn man das erste Mal das Spiel spielt, auf was man sich da einlässt. Und wie gesagt, ich finde die Steuerung ja gar nicht so schlecht. Die macht Sinn. Nur, es dürfen keine schnellen Gegner kommen. Weil gegen schnelle Gegner hast du eigentlich keine Chance bei dieser klobigen Steuerung. Ja, aber das ist ja nett. Also, das hat ja nichts damit. Also, Jump King ist ja die. Die Eingaben sehr, sehr präzise, ne? Also da bist du ja immer, du weißt ja, warum du runterfällst. Und hier sind die Eingaben halt komplett unpräzise, ne? Das ist ein Riesenunterschied. Der Schwierigkeitsgrad hier kommt ja nicht davon, dass es schwer sein soll, sondern dass einfach die Steuerung halt nicht das macht, was man will. Ne? Aber nein, ich habe noch keinen Jump King gespielt. Werde ich auch erstmal nicht tun. Ich muss auch sagen, ich bin nicht mehr so ganz der Freund davon, Spiele zu spielen, so wie I'm the Boshi oder keine Ahnung, wie die alle heißen, die Spiele, die nur schwer sind um des Schwerseins Willens. Sagt man das so? Da sehe ich mich nicht mehr so drin, muss ich sagen. Also ich brauche schon ein bisschen mehr als einfach nur, es ist schwer. Schieß auf mich, Puppe, ja? Hier ist kein anderer. Du musst auf mich schießen.
Wo ist er? Oh Gott, der hat mich erwischt, der war gut. Ach nein, da ist ein Loch. Der war gut, der Jumpscare. Okay, das ist eine Möglichkeit. Versuchen, hinter ihm zu laufen, während er wegfährt. Das klappt, keine Ahnung. Ja, wo bist du denn? Das ist schon ziemlich nervig, die Stelle. Die letzte Stelle war schon nervig. Aber das hier... Pff. Es ist halt auch nicht so einfach. Ah, das war jetzt kacke. Es ist halt auch nicht so einfach zu hüpfen, während du schießt. Das geht nicht so einfach. Du schießt auf mich, Puppe, hä? Jetzt muss auf mich schießen. Ja, wie? Er hält es halt einfach ran. Es ist einfach nur ein riesiges Glück, wie er fährt, ne? Ich glaube, ich kann einfach auf Level neu starten gehen. Ja? Was los? Ich werde nur Pipi machen, alles gut. Ich habe halt, der Kampf macht mir wirklich nicht mal was aus. Ich finde es viel schlimmer, hier halt das da vorne dran zu machen, ne? Das hier jedes Mal da, das, selbst das Laufen wäre nicht so schlimm, aber das ist Jumpen da oben, boah.
Ja, ich war nur schnell Pipi machen. Ach man. Also das ist echt nicht. Das ist nicht fair, sagen wir mal so. Glaube, das ist wirklich wieder der Unterschied, ne? Wenn etwas fair ist und man es selbst richtig massiv beeinflussen kann, ist das ja in Ordnung. Aber das hier kann man halt leider irgendwie nicht beeinflussen. Leider. Ist einfach nur Luck, ob ich das schaffe. Ich sag nicht, dass jeder das mit Luck nur schaffen kann, wenn er in meiner Situation ist mit so wenig Life. Aber ich, meinem Skill, das ist reiner Luck, wenn ich das irgendwann schaffen sollte. Ich werde nicht besser dadurch jetzt, durch das, was ich mache. Ne? Ich werde nicht besser, keinen Millimeter. Was ist das denn? Ich kann da halt auch nicht mal springen, ne? Ich kann halt nicht springen, weil ich springe halt in die Lava. Es ist überall um mich rum Lava an der Stelle dort. Da liegt auch noch Muni auf dem Boden, ne? Habt ihr es gesehen? Wenn ich da noch Zeit habe, das zu holen. Er ist halt auch immer an der anderen Position, der Typ. Ich hoffe, dass ich das jetzt schon gemacht habe.
Wenn dieser Backjump hier nicht wäre, ne, wäre alles wesentlich einfacher. Aber so, der nervt, der nervt. Der macht mich echt wütend hier, dieser Jump, dieser Backjump. Hin geht's sogar noch, aber dieses zurück. Oh. Weil du musst das so genau ausjustieren. Nervig. Warum ist er jetzt hinter mir? Du schießt auf mich. Du schießt auf mich, Puppe, ha? Hier ist kein anderer. Du musst auf mich schießen. Wie? So, last try. Last try jetzt. Wenn es jetzt nicht klappt, mache ich das Spiel aus. Ob ich es dann jemals nochmal anschmeißen werde, keine Ahnung. Habe ich lang genug gespielt jetzt? Das kostet mir zu viel Lebenszeit. Warum? Weil Scorby Stream ist und nicht So sieht's deiner. aus. Hat bis hierhin echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen, aber das hier fuckt mich dann irgendwann zu sehr ab. Das muss dann nicht sein. Es gern schaffen, aber. Das hat Tobi angesprochen, ja, korrekt. Ich mache jetzt noch, pass auf, ich mache das nochmal anders. Ich mache jetzt einen Try so. Und dann mache ich nochmal einen Try, indem ich den versuche zu cheesen. Ne? Indem ich einfach mal da unten stehen bleibe und mal gucke, ob das geht. Klar hat er das gut gemacht. Ich will es wirklich nicht aufhören, aber ich das ganze Level noch mal machen. Naja. Wäre insgesamt wahrscheinlich besser, aber kein Bock. Guck mal, ich habe mich nur ganz leicht gedreht. Wäre besser und schneller? Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich habe keinen Bock mehr, das nochmal zu machen. Einfach. Ich habe wirklich keinen Bock. Zumindest nicht heute. Du schießt auf.
Du schießt auf mich, Puppe, ha? Hier ist kein anderer. Du musst auf mich schießen. Wie soll ich da jetzt hinter ihn kommen? Er steht an der Kante. Ich konnte nicht hinter ihn kommen. Aber das war besser, ne? Aber er steht halt an der Kante. Sonst wäre ich hinter ihn gelaufen, aber ich wäre halt in die Lava gefallen. Na, hast du HP von ihm gesehen? Ich habe vielleicht die Hälfte, schätze ich mal. So, was ich in dem Video gesehen habe, der hat bestimmt doppelt so oft drauf geschossen, wie ich gerade. Aber schlecht war es nicht. Ja, das war der erste Try, wo man sagen kann, okay, das hat einen Sinn. Ne? Gucken wir mal, ob ich das so einigermaßen konstant hinbekomme. Dann sehe ich Hoffnung. Ein bisschen. Ja, stimmt. Richtig. Lieber auf dem Felsen aufklatschen, ne? Das war auch das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, zumindest das Gefühl, es kann täuschen, dass ich weiß, was ich mache. Ne? Ich bin so ein bisschen outplayed. Und dann hat er mich outplayed, indem er einfach mit dem Rücken zur Dings stand, zum Lava stand. Und dann kickt er die ganze Zeit auf mich, ne? Er schießt die ganze Zeit auf mich. Ich würde hier direkt springen, aber man hat halt schon so viel Progress gemacht. Da will man jetzt nicht noch irgendwie verkacken. Hier und dann wieder hier hinlaufen müssen. Ja, er fährt halt um mich rum und schießt. Wie soll ich hinter ihn kommen? Das ist nur Glück. Das ist nur Glück, das ist reines Glück. Und er trifft mich ja auch, wenn ich springe. Na, das ist halt das Problem. Das ist reines Glück.
Es ist reines Glück, wie er fährt. Wenn du Glück hast und der hat dich halt nicht in Range. Naja, ist jetzt auch kein Riesendrama. Ich hätte es gerne durchgespielt, aber... Vielleicht spiele ich es offstream nochmal bis hierhin und speichere dann ab. Na? Halt im Stream das ganze Level nochmal machen, sehe ich mich nicht. Das sehe ich nicht. Tobi, das geht nicht. Ich bleib auch nicht extra stehen. Ich bleib stehen, wenn ich mich drehen will, ja? Oder wenn ich versuche zu hüpfen. Na? Aber das Problem ist, die hüpft auch nicht immer. Wenn du schießt und läufst gleichzeitig, dann hüpft die nicht immer. Na? Und ich bleibe, wenn ich stehen bleibe, liegt das nur daran, dass ich nicht weiß, was ich machen soll in dem Moment. Ne? Weil, also, ich bleibe jetzt zum Beispiel nie stehen, also wenn ich jetzt hinter ihm bin, bleibe ich nie stehen. Aber, oder wenn ich durch ihn durchlaufen will. Aber wenn er so schräg neben mir ist, dann ist egal, in welche Richtung ich laufe, er trifft mich halt, wenn er schräg neben mir ist. Und da kann ich nichts dagegen machen. Und dann versuche ich mich halt ein bisschen zu drehen und durch ihn durchzulaufen. Dazu muss ich aber halt mich zu ihm drehen, in seine Richtung. Ja? Und dann ist halt schon wieder zu spät. Dann bin ich schon wieder tot. Und das hat er jetzt die letzten ein, zwei Mal nicht gemacht. Normal macht das aber. Er bleibt mit dem Skateboard 90 Grad neben dir stehen und dann hast du keine Chance. Dann ballert er dich halt einfach weg. Das ist das größte Problem. Ich probiere es jetzt noch einmal mit einfach laufen. Laufen, laufen, laufen. Aber das Problem ist, wenn er hinter dir ist, darfst du nicht einfach laufen. Dann musst du dich umdrehen und durch ihn durchlaufen. Aber in der Zeit macht er dir halt Damage. Das ist unvermeidlich. Nein! Fuck! Fast habe ich es geschafft. Einfach im Kreis hinter ihm herlaufen. Aber. Oh, das ist Fingerkrampf. Aber das geht. Also, so könnte man ihn töten. Aber dann einmal nicht mehr die Kurve gehalten und vorbei ist es. Wenn der Abstand dann ein bisschen zu groß ist, dann ist er halt hinter dir und dann hast du ein Problem. Ja, ich werde immer besser, aber ist, wie gesagt, der Kampf, ich würde den Kampf 2-3 Stunden machen, wenn ich merke, ich mache Progress. Da habe ich ja kein Problem. Das ist ja das Schöne an diesen Dark Souls-Kämpfen meistens, ne? Ich habe Dark Souls ja auch nur einmal abgebrochen, im dritten, den DLC, im dritten Dark Souls 3, den letzten DLC, weil mir einfach der Weg zu weit war. Ne? Das hat mich genervt. Die Kämpfe selbst mache ich die stundenlang. Aber das hier vorne dran, das ist das, was abfuckt. Ne? Das ist das, was abfuckt.
Wer hat sich diese zwei schrägen Sprünge da ausgedacht? Aus der Banane, ne? Ja, kenne ich, aber ist überhaupt nicht meins. Hab's gesehen, aber Wildwesten ist nicht so mein Genre. Sieht auch aus wie von den Machern, hat aber damit ja gar nichts zu tun. Das ist ja überhaupt kein Souls-like. Ist doch einfach ein Third-Person-Shooter, oder? Ich wollte doch nur mal wissen, was hier oben ist. Third-Person-Shooter? Also, so wie hier, das ist Third-Person. Und Shooter heißt Schießen. Aber ja, sieht ein bisschen aus wie Bloodborne, da gebe ich dir recht, ja. Es hat so ein bisschen H.P. Lovecraft-Style. So Edgar Allan Poe-Zeugs. Ist überhaupt nicht meins. Muss ich sagen. Ich habe es mir auch angeguckt und habe mir überlegt, soll ich mir das holen? Aber nicht meins. Aber es darf ja auch mal was nicht, mich nicht hypen, ne? Die meisten Sachen finde ich eigentlich ganz geil. Ups. So, jetzt töten wir den. Das ist schlimm, dass du den Tomb Raider von, keine Ahnung, 1992 oder wann das rauskam. Ja, so lange an einem Boss hängst, gibt's doch gar nicht. Ja, wollte sagen, es ist eher Metzeln oder Schießen halt als Taktik. Und Bloodborne ist ja eher Taktik. Ne? Taktisches Kämpfen. Aber ja, ist bestimmt ganz nice. Aber für mich ist halt einfach das Setting nichts. Deswegen finde ich Bloodborne halt auch den schlechtesten Souls-Style. Wegen des Settings wahrscheinlich eher. Setting und dieses etwas aggressivere Kampfsystem. Schießt auf mich, Puppe, ha? Hier ist kein anderer, du musst auf mich schießen.
Oh, er kommt nochmal. Ach nein, er kommt wieder. Ich dachte, er geht weg. Ach. Bullshit, echt. Da noch zwei Versuche. Und dann ist Ende für heute. Mal gucken. Dann spiele ich vielleicht nochmal hier hin, dass ich noch ein, zwei Health Packs habe oder so. Dass ich ihn einfach downsergen kann. Ansonsten war es das mit dem Game. Zwei Tries noch. Aber vielleicht spiele ich auch einfach irgendwas anderes. Man, es gibt so viele Games, warum man sollte eigentlich nicht irgendwas spielen, worauf man dann keinen Bock mehr hat, ne? Nur damit man es durchgespielt hat. Ich mag es zwar nicht, Spiele abzubrechen, aber irgendwann muss man auch sagen, okay. Das spiele ich eh. Ja, das spiele ich eh irgendwann. Tomb Raider 2? Nee. Keine Ahnung, was dann gibt. Nenn ich mal einen Donkey Kong oder so. Irgendwas auf der Super NT, glaube ich. Oder auf dem. Oder so ein Oldschool Castlevania oder vielleicht ein Zelda auf dem Game Boy Color. Mal gucken. So irgendwas. Aber wahrscheinlich erstmal ein, zwei kleinere Dinge. Das war jetzt auch wieder ein recht großes Projekt, ist übertrieben. Tomb Raider ist jetzt nicht riesig, aber so ein paar Jump'n'Runs, ein paar Plattformer, sowas. Mal gucken. Und Banjo-Kazooie oder sowas. Mal gucken. Ja, Banjo-Kazooie wahrscheinlich eher nicht. Das ist ja N64, Dings, ne? Das ist ja 3D auf dem GameCube oder so. Oder N64, weiß ich gar nicht. Vielleicht auch ein Crash Bandicoot oder sowas. Tetris, richtig. Tetris. Dr. Mario. Dr. Mario 100%. Tetris habe ich früher schon nicht verstanden. Warum man das wirklich. Das ist okay, die Idee dahinter ist super, aber ganz ehrlich. Früher schon nicht verstanden, wie man das spielen kann. Ne? Keine Ahnung. So, vorletzter Try. Jetzt machen wir den Blatt. Ich weiß, es wird immer besser. Ne? Vorher bin ich dann direkt gestorben. Jetzt weiß ich schon einigermaßen, was ich machen muss. Aber das hilft halt noch nichts. Du schießt auf mich, Puppe, ha? Jetzt der andere, du musst auf mich schießen. Nein! Okay, der zählt nicht. Der zählt nicht. Das ist das. Ich habe voll um die Kurve gedrückt und sie hat es nicht getan. Also du musst entweder stehen bleiben, um dich schnell zu drehen, weil ansonsten hast du halt einen Wendekreis wie ein Hammer. Ne? Du hast halt einen Wendekreis wie ein Hammer. Und ich meine nicht das Werkzeug, sondern das Auto. Oder wie ein Schulbus. Also die Folge brauche ich auch gar nicht auf YouTube hochladen, weil es ist halt nichts passiert in der Folge, ne? Genauso weit waren wir vom Prinzip das letzte Mal auch schon. Ich kann einfach, das nächste Mal könnte ich jetzt wieder anfangen
Und sagen so, komm, und dann legen wir einfach den Boss. Mal, ob ich von hier so direkt springen kann. Muss ich nicht nochmal zurück Anlauf nehmen und so. Ist ein einfacher. Nein, da müsste ich ja noch schneiden und so. Die Zeit habe ich leider nicht. Beziehungsweise die Zeit will ich mir gar nicht nehmen, noch Videos zu schneiden. Last try. Es funktioniert einigermaßen, aber irgendwann komme ich aus dem Rhythmus und dann ist vorbei. Last try jetzt. Ich spiele es vielleicht offstream wirklich nochmal. Müssen wir mal gucken, ob ich die Zeit finde, mal unter der Woche. Wahrscheinlich bin ich in der halben Stunde wieder hier, weil ich jetzt vom Prinzip ungefähr weiß, wie alles geht, ne? Obwohl, das ist schon viel. Ne? Das war schon ein sehr, sehr langes Level. Mit den drei Batteries. Boah, ja, das ist schon sehr, sehr viel. Und sehr viel hin und her. So, der obligatorische Last Try. Ihr kennt ihn. Es ist wirklich der Last. Ich mach nur noch den. Egal was, außer ich falle in die Lava oder so. Ansonsten, oder ich sterbe jetzt hier. Also einmal gegen Boss kämpfen. Ne? Nein, ich hab genau da angefangen, wo ich jetzt jedes Mal starte, wenn ich sterbe. Genau an dieser Stelle. Bis hierhin habe ich gestern gespielt. Aber auch nur ein Teil. Also das ist der dritte Abend in diesem Level. Ne? Das ist der dritte Abend an diesem Level. Weil gestern hatte ich genau dasselbe Problem mit einem Gegner. Und da musste ich aber vorher noch viel, viel mehr machen. Der Gegner war aber nicht so schwer. Aber nach dem Gegner ging es halt noch weiter. Ich konnte nach dem Gegner auch nicht abspeichern. Ich musste dann noch sehr viel rausfinden und bis hier hinkommen halt. Oh, guckt euch das an, wie die läuft. Weil nicht mal full life, nicht mal ein Dings full life. Thank you.
Der Last Try, ich sag's ja. Alter. Ist bekommen. Okay, danke. First Try, wie immer. Wie immer. Ah, das sind die Uzis. Boah, jetzt lass mich aber bitte irgendwo abspeichern. Auf jeden Fall nicht irgendwo runterjumpen jetzt. Aus Versehen. Ja, aber schön gemacht von mir, oder? Auch, dass ich mich da nochmal in dieser kleinen Pipe versteckt habe. Nicht in die Lava fallen, ja. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ja, kann passieren, ne? Manchmal sieht man das auch einfach nicht hier. Oder es rollt noch irgendwo ein Felsen runter oder so. Oder es bricht irgendwas auf, irgendwie der Boden zusammen oder so. You never know. Oder du klebst irgendwo durch. Kann alles passieren. Aber ihr seht, ich mach ganz vorsichtig. Ich weiß aber auch gar nicht, wo es hingeht jetzt. Ach, da einfach. Ach, da kann man speichern. Und das Krasse ist, ich glaube, er hat mich gar nicht getroffen, oder? Oh doch, hat mich ein bisschen getroffen. Puh! Yeah! Ja, war schon hart, ne? Ist schon hart. Eine Todesfalle nach der anderen. Darf ich da drüber laufen? Ja, Gleits kommt da rechts eins. Fachkräfte, moin. Deutlich höhere Feuerrate, okay. Machst du so spät noch hier, Fachkräfte? Was ist da los? Keine Ahnung. Fans Sortress? Aus Suck Dolls 1? Meinst du das? Genau daran. Geil. Den ganzen Tag gelernt. Was denn? Fürs Leben? Ich habe auch gelernt hier, wie man den Boss tötet. 2 Stunden jetzt schon. 1:42. Was hast du denn gelernt, Fachkräfte? Nichts getan heute. Außer Returnal gespielt. Thank you.
Hä? Da muss ich ganz links hochlaufen. Ah, siehst du, Herr Jan, Gas geben. Morgen Klausur? Was, morgen? Morgen ist Sonntag. Oder ist schon nach 12? Er tut was gegen seinen eigenen Namen, ja, richtig. Ah, Online-Klausur. Verstand. Kannst du dir dann schreiben, wenn du willst, wann du willst, oder ist das dann auch um eine gewisse Uhrzeit? Muss ja, ne? Selbst festlegen wird halt im englischsprachigen. Okay. Was ist denn ein Proctor? Ein Überwacher? Wird von einem englischsprachigen Überwacher überwacht? Nein. Übrigens wäre ein Health Pack mal nicht so schlecht jetzt. Fachkräftizierend, meint er. Fachkräftinierend. Aber guck mal, Fachkräfte kommt und es läuft endlich. Nach 2 Stunden Bossfight. Wach werden? Ja, wach werden, aber 16 Uhr dann, ne? Das ist eigentlich Quatsch. Ich kann das sogar rausziehen. Also ich brauch's da drin irgendwie, aber dann kann ich es auch wieder reindrücken. Ich denke mal, ich muss es aber rausziehen. Gott, bin ich froh, dass ich den doch irgendwie geschafft habe. Wie gesagt, ich hasse es, Spiele abzubrechen, aber wenn es mich irgendwann nervt, dann mache ich einfach, dann interessiert es mich auch nicht mehr, dann mache ich einfach Schluss. Aber ist ja normal ganz gut gelaufen jetzt. Ich auch nicht.
davon hätten noch irgendwie ein Vieh oder so. Hä, was? Hä? Wo soll ich denn hinziehen? Ah, warte mal. Nee, bei Castlevania war das. Das war ja ganz grauenhaft. Was ist denn jetzt passiert hier? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Dem kann ich nichts machen, ne? Ne. Ja, wo soll ich den denn hinziehen? Ich kann den ja nicht ziehen. Und drücken ging nicht. Könnt ihr mir helfen? Sag mir mal wieder, was gemeint ist. Also, so ist aber die Ausgangsposition. Ne? Drücken geht nicht. Das heißt, ich muss ziehen. Und dann? Aber jetzt ist unter dem hier, ist der weg. Hilft mir das was? Unter dem Klotz hier, unter dem hier, direkt vor mir, ist der weg. Frage ist, warum ist hier so schwarz? Ich ziehe den mal da hinten in die Ecke, wo es so schwarz ist. Ein bisschen, ja, aber nicht mehr lange. Vorsichtshalber, schreib mal den Namen von deinem Kumpel in den Chat. Falls ich gehe, dass ich weiß, wen ich hosten soll. Vielleicht bricht das jetzt irgendwie da runter oder so. Gar nichts. Letztes Kapitel. Gar unterstrich wo. Ich glaube, drittletztes Level immer noch. Ja, aber ich verstehe das hier nicht. Guck mal, also ich kann den nicht weiter. Kann ich den hier nehmen und auf die Seite schieben? Nee, ne? Ja, das geht nicht. Und ziehen kann ich den auch nicht. Das ist das Problem. Und hier ist ja auch nur ein Feld Platz. Oh, da ist von Seite. Jetzt kann ich irgendeinen anderen schieben. Wie ich das gerade gesehen habe. Wenn das was bringt. Jetzt kann ich den eins weiterschieben noch und kann danach nach links. Oh mein Gott. Und hier ist der Hebel. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Puh. Ganz safe, Stein.
Bitte keine Viecher jetzt hier irgendwo. Ich... Ist jetzt echt time-based oder so noch? Ich glaub's ja nicht. Wie? Hä? Oben war noch die Tür. Ja, da gehe ich jetzt auch hin. Klar. Ich habe nur gedacht, dass man kann es vielleicht irgendwie austricksen. Die war woanders, die war weiter vorne, ne? Die war am Eingang. Die war hier, wo der andere Hebel war, oder? Ja. Bitte lächeln. Ach komm. Bestes Kampfsystem EU West. Oh, ich habe eben gedacht, es wäre noch ein Gegner. First Try, wie immer. Das war ein schöner First Try, ja. Dem seine Knarre kann ich nicht nehmen, oder was? Nee, das ist an seinem Arm dran.
Kann das nicht nehmen. Ich habe auch gedacht, ich kann es nehmen, aber guck. Hinter ihm? Oh ja, da. Weil, hey, ich bin doch komplett drüber gelaufen. Ja, hast du recht. Ja. Schrot. Danke. Warte, warte. Na egal. Ich wollte mich draußen ja noch umgucken, aber jetzt gehen wir erstmal hier lang. Wo war das? Bin ich ja wieder hier. Jetzt ist hier zu. Versteh's nicht. Ist mir zu hoch. Jetzt das hier. Nee, hier war ja nur dieses Dings. Wenn ich das andere da reinschieben kann und dann da durchkomme, ne? Warte mal, dann gucke ich mich erstmal da drüben um. Vielleicht ist das auch nur ein Secret. Ich muss vom Prinzip, hätte ich zurückloopen müssen, da hätte ich das wieder wegziehen können hier. Und da hätte ich wieder zurückgehen können und dann von der anderen Seite durch. Wahrscheinlich. Kann ich mich nicht festhalten? Okay. Auch wieder zu. Oh, Steuerung. Okay, hier ist aber gar nichts drauf. Ich brauche hier noch einen Schlüssel. No. So, habt ihr das hier verstanden? Muss ja irgendwas, ich habe jetzt, muss jetzt hier ziehe ich jetzt irgendwas raus. Ne? Das muss ich ja, ich kann es ja nicht anders machen. So, und dann gehe ich hier weiter. Da komme ich, wo raus? Welche Tür ist das hier? Das habe ich nicht ganz verstanden. Welche Tür ist das?
Wo kommt diese Tür her? So, und das ist ja das, was ich. Das habe ich ja nur rausgezogen. Kann ich das jetzt durchschieben? Das kann ich jetzt gar nicht schieben. Alter, das ist mir zu wir hier. Das ist mir alles zu wir. Da habe ich jetzt komplett den. Also. Ich habe eigentlich alle Rätsel bis auf ein, zwei Kleinigkeiten ganz gut gelöst immer, aber das hier ist mir zu wild. So. Hier ist halt jetzt auch zu.